So, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig hier bei Optionsstrategien TV. Und heute will ich mit euch über was sprechen, was schon letztes Wochenende war. Denn letztes Wochenende fand ja der Super Bowl in den USA statt. Und der Super Bowl in den USA, beziehungsweise ganz speziell der des Jahres 2017, ist ein ganz fantastisches Beispiel über Wahrscheinlichkeiten und wie dich Wahrscheinlichkeiten ruinieren können. Ihr habt es vielleicht auf dem Jens Rabe-Kanal diese Woche schon gesehen. Wir haben letzten Sonntag hier die Nacht verbracht, gemeinsam im Team, und haben uns den Super Bowl angeschaut, das größte Sportereignis der USA. Und das war ja wirklich in diesem Jahr an Dramatik kaum zu überbieten. Am Ende haben dann die New England Patriots, die haben gewonnen, und das sah zu Beginn ganz, ganz anders aus. Und zwar, wenn ich mir das Ganze anschaue, dann habe ich bei solchen Sportereignissen, nutze ich immer hier auf meinem Telefon, bei Twitter gibt es von ESPN, also von diesem amerikanischen Sportsender, da gibt es einen Twitter-Account, der heißt ESPN Stats, und da werden so Statistiken gebracht während eines Spiels. Ne? Die werden das dann also immer ganz schnell aus, wie sind die Wahrscheinlichkeiten und so weiter. Total spannend und ist wirklich lustig. Und ich will euch mal ein paar Sachen zeigen. Und zwar, ganz zu Beginn oder beziehungsweise schon zur Hälfte, lagen ja die New England Patriots sehr, sehr stark hinten. Das heißt, die Atlanta Falcons haben so eine große Führung gehabt, ich glaube, ich weiß gar nicht genau, 17-3 oder sowas, oder 14-3, dass es statistisch betrachtet noch nie einem Team gelungen ist, wenn man so einen großen Rückstand hat, das Ganze aufzuholen. Ihr seht das mal hier in diesem Bild eingeblendet, wo also ESPN schreibt, the largest comeback in Super Bowl history is 10 points. Und das heißt also, ich habe mir das hier ein bisschen nochmal, damit ich es euch zeigen kann, mit auf den Rechner hier gemacht. Das heißt also, noch nie in der Geschichte des Super Bowls hat es ein Team geschafft zu gewinnen, wenn es mehr als 10 Punkte hinten lag. So, jetzt ging das Ganze weiter, und jetzt sah es so aus, es stand dann 14-0, und die Falcons hatten jetzt eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 86%. Also am Anfang, ihr seht es hier in der Tabelle oder in diesem kleinen Chart, es ging bei 50% los. Na klar, am Anfang 50-50, es gab keinen klaren Favoriten. Und durch diese 14-0 Führung waren dann also die Falcons mit 86% Wahrscheinlichkeit Gewinner. So, Spiel geht weiter. Was passiert? Ich blende es euch heute wieder ein oder hier wieder ein an der Stelle. Dann dauerte es ein bisschen, und dann war die Gewinnwahrscheinlichkeit auf 96,4% angestiegen. Ja, das heißt 96,4%, und dann hatten die noch als Zusatzfakt dazu geschrieben, dass also die Falcons, die Mannschaft, die vorn lag, noch nie ein Spiel verloren hat in der Saison, wenn sie mit 95% Wahrscheinlichkeit vorn lagen. Jetzt lagen sie also sogar 96,4% vorn. Also auch noch mal ein bisschen mehr. So, letzten zwei Statistiken. Es ging ja dann weiter. So, und dann war die Wahrscheinlichkeit auf 98,9%, sprich 99% angestiegen. Das heißt, 99%, ne, das kennen wir ja alle, ach, ich gewinne hier auf jeden Fall mit 99%, oder ja, die Wahl geht mit 99% auf, der Trade wird zu 99% ein Gewinner und so weiter und so fort. Und jetzt schaut euch mal den letzten Punkt an. Und zwar, das ist die letzte Statistik, nämlich wie das Ganze kurz vor Schluss plötzlich drehte und plötzlich die Patriots das Ding eben gerockt haben. In die Verlängerung ist es ja gegangen, Super Bowl ging noch nie in die Verlängerung, und dann haben das die Patriots gerockt und haben am Ende den Super Bowl geholt mit ihrem Superstar Brady, der den 5. Super Bowl gewonnen hat. So, was hat das Ganze jetzt mit Trading, was hat das Ganze mit Optionshandel zu tun? Die Überschrift zu diesem Video, oder als ich mir das überlegt habe, war ja, Wahrscheinlichkeiten können dich ruinieren. Weil überlegt mal selbst, wenn ihr einen Trade hättet, wo ihr eine Wahrscheinlichkeit habt von 98,9%, also nahezu 99%, dass das ein Gewinner wird. Und dann hört ihr von mir immer, egal was passiert, du musst dich an dein Money Management halten. Ne?
Aber ganz ehrlich, 99% wird das ein Gewinner. Das ist dieser Trade, der so super gut ausschaut, ne? Der Strike, der so ganz, ganz weit weg ist, mit einer ganz kurzen Restlaufzeit, wo man sagt, da kann eigentlich nichts mehr passieren. Und jetzt komm, mach mal ein bisschen eine größere Position. 2%, 5%, ach komm, mach mal 10%. 10% ist doch 99% sicher. Und ihr seht aber, das ist übrigens das, was man vielleicht in der Börse als schwarzen Schwan bezeichnen würde. Zumindest für die Falcons war es definitiv der schwarze Schwan. Und daran kann man eigentlich sehr gut erkennen, dass sich Wahrscheinlichkeiten ruinieren können. Und jetzt kommt das Komma, wenn du nicht auf dein Money Management achtest. Weil eigentlich ist ja bei 99% alles klar, ne? Weil wir rechnen doch alle nicht mit diesem 1%. Wir sagen doch oft mal, naja, das wird zu 99% ausgehen, weil wir quasi uns so, weil wir eigentlich nicht zugeben wollen, sagen, naja, das geht zu 100% aus. Das ist ganz glasklar, ne? Für uns ist ganz glasklar, dass der Trade passiert, dass Gold nicht über dem Punkt fällt, dass, oder steigt, dass Öl nicht an einem bestimmten Punkt kommt, dass der DAX nicht einen bestimmten Preis macht, dass die Aktie nicht das macht und so weiter. Wir sagen immer zu 99%. Aber eigentlich meinen wir ja sogar zu 100%. Und wenn wir so denken, dann können wir natürlich auch so entsprechend investieren. Wenn ihr sagt, hey, das ist 100% so, dann kann ich doch auch mein ganzes Geld in so einen Trade reinsetzen. Und dann passiert sowas. Das passiert 100-mal nicht. Und wenn du Glück hast, machst du es nur 99-mal oder 100-mal. Und beim 100. Mal passiert es. Und dann bist du pleite. Und das meine ich mit Wahrscheinlichkeiten können dich ruinieren. Wenn du dein Money Management dann nicht beachtest. Weil natürlich gehen wir immer Trades ein, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben. Wenn wir Delta 10 Optionen verkaufen, dann haben wir eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass es ein Gewinner wird. Wenn wir Aktienoptionen verkaufen an der ersten Standardabweichung, dann haben wir eine 86%ige Wahrscheinlichkeit, dass es ein Gewinner wird. So, das heißt, wenn wir immer solche Dinge machen, dann werden wir Geld verdienen. Das steht außer Frage. Wenn wir aber nicht beachten, dass es eben nicht nur die paar Gewinner oder die Masse der Gewinner gibt, sondern immer mal wieder ein Verlierer. Und wenn wir das Pech haben, und eigentlich ist es Dummheit sogar, wir haben vielleicht Pech, dass wir so einen Trade erwischen, so einen Verlierer. Aber wenn wir dann unser ganzes Geld verlieren, dann ist es Dummheit. Weil dann waren wir überheblich und haben gedacht, okay, uns kann ja nichts passieren. Und deswegen ist es ein schönes Beispiel aus dem Sport, wo man sieht, Wahrscheinlichkeiten haben ihre Berechtigung. Man sollte immer, hättest du zur Halbzeit auf die Patriots gesetzt? Wahrscheinlich nicht. Hättest du da Geld gewettet? Wahrscheinlich nicht. Und wenn, dann wäre es ein Lotterielos gewesen. Und auf Dauer wird sowas auch nicht funktionieren. Ne? Also nicht jedes Team, was jetzt 99% Gewinnchance hat, wird jetzt in Zukunft verlieren. Aber es zeigt eben, dass alles machbar ist, alles möglich ist und vor allen Dingen auch an der Börse alles möglich ist. Und das müssen wir einfach in unser Denken einkalkulieren. Ne? Wir dürfen nicht hergehen und dürfen sagen, okay, alles ist so, es ist eine feste Sache. An der Börse gibt es keine festen Sachen. Alles kann sich drehen. Es kann sich im letzten Moment drehen. Und deswegen müssen wir ganz, ganz zwingend immer Management, Risiko, alles im Griff haben. Ne? Gewinnwahrscheinlichkeiten, das ist immer das Gleiche. Du verlierst niemals wegen so einem Ergebnis. Also du verlierst nie, weil eine Aktie plötzlich nach oben oder unten schießt. Du verlierst nie, also im großen Stil verlierst du nie, weil ein Markt eine komische Bewegung macht. Und wer hier jetzt riesen viel Geld verloren hätte bei diesem Spiel, das lag nicht am Ergebnis, sondern weil er wahrscheinlich sein ganzes Geld in der Hoffnung oder in dem Irrglaube, es kann überhaupt nichts mehr passieren, auf ein bestimmtes Ereignis gesetzt hat. Und das ist das, worauf es im Trading ankommt. Ne? Dass du, egal wie lange du dabei bist, egal wie erfolgreich du bist, egal wie groß dein Konto bist, du musst dein Management, dein Risikomanagement im Griff haben. Machst du das nicht, bist du tot und die anderen kriegen den vergoldeten Ring oder den goldenen Ring. In diesem Sinne, euch noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin alles Gute. Servus, macht's gut. Bye, bye.